Und hier ist sie wieder, die 5 Euro Überraschungsshow. Verschiedene Produkte, ein Preis. Das ist die 5 Euro Überraschungsshow bei Power TV. Ja, das ist wieder 17 Uhr. Schön, dass Sie dabei sind. Sie sehen, wir haben hier heute richtig gute Laune. Und es lohnt sich auch für Sie, heute da zu bleiben. Denn wir haben natürlich wieder, und Sie wissen das, die nächste halbe Stunde alle Produkte für Sie, für diese Sendung auf gerade mal 5 Euro herunter reduziert. Was kommt, wissen wir nicht. Und was Sie verpasst haben, ist die Riesen-Fun-Show von Diana vor der Sendung. Aber was Sie nicht verpassen, sind die Produkte, die sie jetzt hoffentlich tänzerisch hier reinbringt. Und wir beginnen mal mit dem Buzzer und holen uns Diana, jetzt will ich aber was sehen hier. Ja, ja, bisschen gute Laune. Dankeschön. Bitteschön. Mal schauen, was heute kommt. Eine goldene Regel noch, wenn wir nichts anderes sagen, dürfen Sie jeden einzelnen Produkt bis zu 5-mal bestellen. Die gute Laune fängt schon an. Wir haben etwas Geniales. Und zwar eine automatische Spaghetti-Gabel. Damit können Sie ganz einfach Spaghetti aufgabeln sozusagen. Normalerweise steht man ja mit der Gabel immer so über dem Teller, ne? Und dreht und dreht und dreht. Das übernimmt jetzt diese Gabel für Sie. Also das ist ein richtig tolles Kinderprodukt. Macht riesig Spaß. Aber ich habe neulich mal eine Zuschrift gelesen von einer Kundin, die gesagt hat, ihre Mutter hat sehr starke rheumatische Erkrankungen in der Hand. Die kann eigentlich nicht mehr drehen. Ja? Und für sie ist das wirklich perfekt, um Spaghetti zu essen. Aber im Normalfall also keine medizinische Hilfe, sondern einfach ein Spaßobjekt für mich. Also für Kinder ist das wirklich der Hit, glaube ich. Ne? Hast du schon mal gesehen, wir Deutschen, wir essen ja Spaghetti mit Löffel und Gabel. Ich esse sie mit Messer und Gabel. Du schneidest sie klein. Nein, ja, aber Italiener, guck mal, Italiener machen es so, die machen es ohne Löffel. Die schieben ein paar auf die Seite und dann wird auf den Teller gedreht. Aber hiermit geht das natürlich perfekt. Ich glaube, auch bei so einem Kindergeburtstag ist das ein Riesengag, oder? Jeder, ich glaube, so Pasta schmeckt viel, viel besser. Mhm. Was ist dein Lieblingspasta? Also Pasta ist Pasta. Finde ich eigentlich jede Pasta-Sorte. Ich liebe eigentlich am liebsten die, die sich einfach essen lassen. Aber jetzt zählt Spaghetti auch mit dazu. Spaghetti Carbonara. Oh, Carbonara. Mm. Für mich Pasta mit Butter ist das Beste und ein bisschen Parmigiano. Also auf jeden Fall wirklich macht Spaß. Ich glaube, für Kinder super Geschenkidee. Auch ich dachte, dass für mich das könnte auch ein guter Geschenk sein, weil das wirklich macht Spaß. Und ich glaube, Pasta wird wirklich besser schmecken. Und ich dachte, vielleicht könnte ich meine Haare auch so ein bisschen... Wenn du Spaghetti-Haare hast, perfekt. Ja? Also ich habe jetzt keine Ahnung, wo man sowas im Einzelhandel finden könnte. Ich wüsste jetzt nicht, wo ich suchen sollte. Keine Ahnung. Aber Sie brauchen jetzt nicht mehr suchen. Sie haben es gefunden bei uns in der 5-Euro-Überraschungsshow. Ich finde, das ist ein Riesengag, aber kann natürlich auch praktischen Hintergrund haben, wenn man in der Motorik ein bisschen Probleme hat. Oder mal so, kennt ihr das, so zwei Finger im Gips? Spaghetti essen geht auch schwierig, weil du die Gabel nicht richtig halten kannst. Ich glaube, das geht dann auch. Also auch, wenn man ein bisschen gehandicapt ist, eine große Hilfe. Das Schöne ist, du kannst die Spitze abnehmen und dann auch noch in die Spülmaschine stellen. Okay. Dann hast du damit auch wenig Arbeit. Ja, wird in der Beschreibung dabei sein. Ja, kann man mit Sicherheit, da bin ich sicher. Ich möchte es jetzt noch nicht ausprobieren. Sie bekommen ja eine Bedienungsanleitung. Also ganz bequem können Sie hier die Spaghetti aufgabeln, ohne sich körperlich anstrengen zu müssen, die Finger bemühen zu müssen, denn die Automatik steckt hier drin in der Gabel. Das ist wirklich ein mega Party-Hit, ein schöner Gag auch mal, wenn Sie zum Essen einladen oder auch ein schöner Hit für Kinder. Wenn Sie mal Kinder gelegentlich zu Hause haben, die werden umso lieber noch mal zurückkehren, wenn Sie dahin zurückkehren dürfen, wo es die legendäre Spaghetti-Gabel gibt. Die kostet Sie nur 5 Euro an dieser Stelle in der 5-Euro-Überraschungsshow. Mit der NC3260 und der 569 sichern Sie sich dieses Schnäppchen, dass Sie bis zu 5-mal bestellen können. Also 5 Kids oder erwachsene Kids sind damit perfekt und ausgestattet. Spaghetti gehen bei Kindern immer, oder? Ja. Komm, mach er nochmal. Also fängt schon toll an. Ich könnte das schon fast unter die Kategorie Spielzeug abbuchen. Oh, aber ja, na, bleiben wir, sagen wir doch, Küche. Mit Essen spielt man nicht rein. Dieses Produkt passt besser ja, zu unserem Mama. Essenprodukt. Oh, wir bleiben dabei. Das ist tatsächlich zum Spaghetti-Kochen, ne? Richtig, und nicht nur Spaghetti. Also es ist offiziell ein Spaghetti-Garer, und zwar für die Mikrowelle.
aber hier steht zum Beispiel, ja, Udo aus Berlin schreibt, wir nutzen den Spaghetti Bergara nun fast täglich bei der Arbeit und alle freuen sich immer über frische Pasta. Simples Konzept, aber sehr effizient. Danke. Also man kann Pastasorten, ich glaube, alle Nudeln kann man machen. Gibt ja nicht nur Spaghetti. Aber schön ist, da ist das Sieb schon mit drin. Mhm. Und hier diese Spaghetti-Einlasslöcher. Nein, über die möchte ich mich jetzt nicht äußern. Ich finde das immer lächerlich, diese Ein- und Zwei-Personen-Portionen. Was sind das? Für Spatzen? Für Dreijährige? Na, wer essen so? Das ist vielleicht ja, für also uns für zu Ralf wenig. Darf es dann immer die Zwei sein? Die Zwei und die Eins. Na, zwei und Eins. So. Genau, das ist deine ja. Portion. Aber ich muss sagen, das nicht nur für Pasta, das ist auch zum Beispiel für Reis, für Bulgur, für Couscous. Also alles, was du möchtest, wirklich macht Sinn. Und natürlich, du musst nicht dann den Pfanne nutzen. Ja, kannst du einfach Mikrowelle. Für Studenten sind auch oh. sehr, sehr hier finde ich schön. Guck mal, hier habe ich noch ein Fazit aus der Freundin. Ich glaube, diese Zeitschrift kennen wir alle. Oh, Sie ja. sehen das, das habe ich hier. Freundin. Und sie schreiben, Fazit, wer gerne Nudeln isst, aber die Wartezeit leid ist, bis das Wasser kocht, für den ist der Mikrowellen-Spaghetti-Garer das Richtige. Praktisch. Also, auch da des Lobes. Und hier ganz viele mit einer Prise Salz dazu und einer Messerspitze Butter. Dann wird es bombastisch. Also auch noch Rezeptvorschläge. Finde ich klasse. Und im Vergleich zum Kochen im Topf ist die Wassereinsparung beachtlich. Auch das noch. Und also ich glaube, weniger super. Energie auch, klar. Also wenn man eine Mikrowelle zu Hause hat, würde ich ja sagen, ist das ein Muss. Ne? So als Zubehör, dass ich hier meine Spaghetti da machen kann. In der Kantine sollten wir das auch mal deponieren eigentlich, finde ich, bei uns. Ne? Wir bereiten ja auch gerne mit der Mikrowelle zu. Mhm. Geht einfach sehr, sehr schnell. Und wenn ich bedenke, wie schnell ich da Nudeln mit kochen kann, wunderbar. Übrigens in der oder bei diesem Spaghetti Gara ist auch eine Gartabelle dabei, sodass man wirklich sieht, wie lange es geht, bis die Spaghetti wie sind. Mm. Jeder möchte ja ein bisschen anders und so kann man es mühelos genau hinkriegen. Also ich finde das klasse. Es gibt doch diese, ich sage jetzt mal, soll ich das sagen, Kunststoffabende, wo hauptsächlich Damen sich über Kunststoffschalen unterhalten. Und da gibt es ja auch von dieser Firma sowas. Da kostet echt? Aber, ich glaube, 40 oder 50 Euro. Keine kostet Ahnung. So ein Spaghetti-Barer. Ich war noch nie bei so einem Abend du dabei. Du weißt, was ich meine. Ich ja? weiß, was du meinst. Ich weiß gar nicht, gibt es die überhaupt noch? Also früher gab es die halt. Ja, ich krieg da auch gar nichts das mehr Das gibt es auf jeden Fall noch. Die Bestellnummer ist die NC3233 und die 569. Ich könnte mir das auch gut für Studenten, die keine große Küche, aber eine Mikrowelle haben, vorstellen. Ja. Weil Pasta kostet nicht viel und ist immer lecker. Ja. Ich habe ja meine ganze Studentenzeit nicht einmal gekocht. Das habe ich erst nach meiner Studentenzeit gelernt. Aber jetzt kochst du jeden Tag. Da wäre das für mich der Hit gewesen. Jetzt lässt sie jeden Tag kochen. Ja, okay, ja. Der Unterschied ist marginal okay. zu meiner Studentenzeit. Aber hat sich nicht viel geändert, okay. Aber die Mikrowelle, die war da und da hätte ich das echt gebraucht, das stimmt. Also ich finde das schön, vor allem das Sieb ist schon mit drin. Du schüttest gerade ab und dann sind die Nudeln, die Pasta ja eigentlich servierfertig. Ja. Klasse. Super einfach in der Handhabung. Das ist ein Muss für jeden Mikrowellenbesitzer. Sehr schön. Brauche ich auch nicht diese Tütenpasta oder so machen, ne? Wenn ich das einfach selber machen kann. Ja. So. Sehr schön. Ich würde sagen, wir machen weiter. Und das mit Reis, was Diana gesagt hat, Mythen. Finde ich auch interessant. Ich müsste jetzt mal schauen, Couscous, wie das funktioniert. Buchweizen übrigens, sehr, sehr lecker. Okay, Buchweizen, weiß Habt ich jetzt ihr nicht schon so. Ja, ich Buchweizen gegessen. Sehr was? Buchweizen ist doch, Weizen ist ein Getreide, macht man Brot draus, oder? Auch. Das ist doch kein einzelnes Gericht. Nein, doch, natürlich. Mit Butter einfach. Oh, okay, okay, ihr habt mich überzeugt. Mit Fleisch. So, jetzt werden wir aber elektrisch. Jetzt stehen wir unter Strom. So, pass auf. Hier haben wir sogar das Zweier-Set von diesen Steckeradaptern, mit denen wir Strom sparen können. Diana, kannst du fangen? Alle, hopp. Übrigens, jetzt im Moment, ich weiß, Strom sparen, Standby-Geräte, aber ich möchte auf was ganz anderes hinaus. Jetzt fängt man so langsam an zu dekorieren mit LED-Lichterketten. Mhm. Und LED-Lichterketten haben oftmals keinen eigenen Schalter. Das heißt, sie musst du immer außen einstecken. Unbequem. Hier steckst du sie hier ein und hast dann eben dadurch einen Schalter. Auch die Weihnachtsbeleuchtung am Weihnachtsbaum später. Aber natürlich auch für Standby-Geräte. Hier kannst du sie komplett vom Strom lösen. Das heißt, du sparst, wenn sie nicht benutzt werden, den Standby-Strom. Ja, also das sind viele Geräte, auch einfach unabhängig von Lichterketten.
so Stehlampen beispielsweise manchmal auch. Oder bei mir ist es mal so kleine Geräte einfach, wo ich immer den Stecker rausziehen muss, wenn ich die vom Netz nehmen möchte. Das ist echt super ungünstig. Und übrigens habe ich auch kürzlich erst erfahren, dass Netzteile selbst, also für zum Beispiel das Handy zu laden, selbst wenn die... Wenn da kein Handy dran steckt, was sie aufladen wollen, ziehen die trotzdem Strom. Ja. Deswegen, also wenn du es immer drin stecken lässt, das Netzteil dann wenigstens abschalten. Und es könnte auch irgendwann mal überhitzen, ja? Weil es unter Dauerstrom ist, praktisch, den es bremsen muss, so ein Netzteil. Und es gibt ja auch diese Hochleistungsnetzteile und da wird wirklich Strom verbraucht. Deshalb, wenn Sie ein Netzteil stecken lassen wollen, erst in diese Steckdose. Und ich habe dich richtig verstanden, es ist ein Zweier-Set. Das Zweier-Set kommt für 5 Euro für Sie nach Hause. Wow. Ist mal wieder unglaublich. Also so ein einzelner Stecker für 5 Euro wäre voll in Ordnung gewesen, muss ich sagen. Aber pro Stück 2,50 Euro hier ist schon echt ein Knaller. Also da sollten Sie sich jetzt großzügig eindecken. Bis zu 5-mal auch hier wieder dürfen Sie bestellen. Also starten Sie sich da ordentlich aus, gerade für die Lichterketten, die jetzt noch kommen, die Sie vielleicht auch schon rausgeholt haben, wo Sie sich schon geärgert haben. Da will man eigentlich die Lichterkette schon fast nicht mehr reinstecken, wenn man weiß, man muss sie abends wieder mühevoll rausstecken. Da musst du dich immer bücken. Das ist viel, viel einfacher, wenn Sie da keine Kraft ausüben müssen, um den Stecker vom Netz zu nehmen, sondern einfach nur bequem einen Schalter drücken. 5 Euro für das Zweier-Set mit der Artikelnummer NC5102 und der 569 kommt auch dieses Set super günstig zu Ihnen nach Hause. Super günstig bleibt es hier natürlich auch in der 5 Euro Überraschungsshow, denn darum geht es hier. Ein Schnäppchen nach dem nächsten hier absahen und in den Warenkorb schmeißen. Oh, der Preisalarm gehört bestimmt mit Sicherheit mit dazu. Ja, jetzt haben wir ein Produkt, deshalb Preisalarm, das ist extremst reduziert auf 5 Euro, aber mit der Begrenzung maximal ein Stück pro Besteller. Und jetzt haben wir ein mobiles, jetzt bin ich gespannt, ein mobiles LED-Disco-Licht mit Batteriebetrieb. Also Batterie rein und schon hast du eine Disco. Oh ja, das sieht ja schon mal genial aus. Und du hast verschiedene Modi. Cool. Okay. Guck mal, ich habe einen Blinke-Modus. Halt das mal auf den Boden. Aber ich glaube, das ist zu hell im Studio. Dann machen wir das Licht aus. Komm. Ja, Moment. Zack. So, jetzt bin ich mal gespannt. Disco. Und wir brauchen noch Musik, Disco-Musik. Zeig mal auf den Boden, zeig mal das Muster. Da sehen wir es vielleicht besser, oder? So. Wow, das ist Party-Stimmung pur. Hier haben wir Gina aus Laatzen. Sie schreibt uns, die beiden gekauften Spots haben beim Kinderfasching begeistert. Ich habe für meine Enkel und meine Kollegin nachbestellt. Ja, jetzt haben wir Staying Alive auch noch. Aha, das war ein Disco doch. Absolut geiles Teil, schreibt uns der Wilhelm aus Ludwigshafen. So viel Disco für so wenig Geld. Hätte nicht gedacht, dass das Teil so hell ist. Super. Jetzt müssen wir sagen, hier hat jemand zwei bestellt. Sie dürfen leider nur eins für 5 Euro bestellen. Beziehungsweise das zweite wäre dann zum Normalpreis. Aber ich glaube, so eine Kinderdisco, Fasnachtsparty, Kellerbar, da kann das wirklich jeder brauchen, oder? Oh ja, gehört definitiv dazu. Richtig cool, vor allem, das ist so schön kompakt und so herrlich klein, aber macht eben ganz, ganz große Lichteffekte. Finde ich total klasse. Also auch mal für so ein Kinderzimmer ist das, glaube ich, auch der Hit, um das mal abends zu illuminieren. So eine kleine Kinderdisco kann man damit auch wunderbar ausstatten. Also es ist einfach ein Spaß, wenn du solche Lichtakzente hast. Ja, und du bist völlig unabhängig von jeglicher Stromquelle. Du kannst es aufhängen, hinstellen, wo immer du möchtest. Auch mal auf der Tanzfläche zum Beispiel, als Effekt. Ja. Und ich weiß, früher solche Disco-Effekte zu machen, war unglaublich aufwendig. Wir haben damals mit Spiegelkugeln und Strahlern und Filtern gearbeitet. Und da war der Effekt immer noch nicht so beeindruckend, wie er hier ist. Diana ist, sehen Sie, Diana schon ist gute heute Laune, ne? Und jetzt, wenn wir haben so viele Abends, wir feiern mit Familie, mit Freunden. Ich glaube, das macht wirklich gute Laune, zum Beispiel zum Silvester, Entschuldigung. Ja. Silvester. Ach ja, für die Party, warum nicht? Würde jetzt noch locker reichen. Must have, oder? Für Disco. Ja. Und ich glaube, so eine kleine Disco-Party, nicht nur Kindergeburtstag, sondern auch Erwachsenen stehen auf Lichteffekte, weil es immer ein bisschen lockerer macht. Ja? Ach, guck mal. Definitiv. Also super cool, auch mit diesen zwei Modi. Was ist denn der zweite Modus?
Das ist Dauerleuchten. Mhm. Also Dauerleuchten und Blinken gibt es in drei Farben. Rot, Blau und Grün. Wunderbar. Muss ich leider noch mal sagen, das ist unser heutiger Preisalarm. Also maximal eins dieser Mini-Discos pro Besteller. Aber ist vielleicht auch mal eine schöne Geschenkidee für die Kleinen zu Nikolaus. So eine Kleinigkeit zu Nikolaus. Und Kinderdisco kommt immer gut an. Wir schauen mal gemeinsam auf pearl.de. Da sehen wir 11 Euro. Für Sie heute 5 Euro. Solange der Vorrat reicht. Die Bestellnummer ist die NC 6916 und die 569. Denken Sie bitte auch daran, dieser 5-Euro-Preis gilt immer nur so lange, wie unser Vorrat reicht. Wenn das Sonderkontingent ausverkauft ist, gilt sofort wieder der Normalpreis. Das gilt bei all unseren Produkten. Und hier jetzt natürlich so extrem reduziert, gilt es doppelt. Und denken Sie dran, maximal ein Stück bei diesem Artikel gerade pro Besteller. So, du darfst auch mal buzzern. Ich darf auch mal buzzern. Also gut. Dann buzzer ich mal und mal schauen. Bitte schön. Dankeschön, herzlichen Diana. Vielen Dank. Ah, oh. Ja, sehr gut. Das ist eine Universal-Handyhalterung, wenn ich mich nicht irre, oder? Richtig, und zwar fürs Kfz, für Ihr Pkw, Ihr Auto oder Ähnliches. Mhm. Oftmals möchte man ja das Handy im Blick behalten, zum Beispiel um sich zu navigieren, aber es in der Hand zu halten oder einfach nur unten an der Armatur liegen zu lassen, ist da nicht wirklich eine gute Idee. Man möchte es im Blickfeld behalten, ohne das Blickfeld einzuschränken, und das tun Sie mit dieser Smartphone-Halterung ganz einfach. Schauen Sie mal, Sie können das sogar zu sich hinziehen auch noch. Das habe ich bei anderen Halterungen noch nicht gesehen bisher. Also du kannst es einrichten, komplett auf dich. Du kannst es vertikal, horizontal. Aber was ich gerade gesehen habe, normalerweise bei Handyhalterungen hast du immer das Problem, das Handy einzuklemmen. Ja? Hier geht das automatisch. Ich möchte Ihnen das auch gleich zeigen. Und zwar sehen wir jetzt, ich habe es jetzt auf die breiteste Stellung hier, wenn wir uns das anschauen. Und in der Mitte sehen wir so einen kleinen Knopf. Und jetzt halte ich das Handy dran und Achtung. Siehst du es? Wenn ich dagegen drücke, macht der Knopf die Arme praktisch nach innen und jetzt ist es fest. Und so kannst du das ganz einfach mit einer Hand draufbringen. Aber hier ist ein Lösegriff hier auf der Seite. Du kriegst es also auch mit einer Hand raus. Das finde ich genial. Super gut. Universell für alle Smartphones geeignet mit der Breite von 52 bis 80 mm. Mhm. Das sind alle Smartphones, die ich persönlich kenne. Und es ist wirklich herrlich mit dieser Einhandbedienung. Grundsätzlich, du hast dein Handy immer im Blick, ohne dich da irgendwie strafbar zu machen. Das darfst du ja einfach bei laufendem Motor nicht in der Hand halten. Richtig, und das auch aus gutem Grunde. Mhm. Ist mittlerweile Unfallursache Nummer 2, das Hantieren mit dem Handy. Weil du musst überlegen, in einer Sekunde, wo du aufs Handy schaust, fährst du je nach Geschwindigkeit 30, 40 Meter. Und da kann viel passieren. Also deshalb finde ich sowas gerade für Fahranfänger auch ganz wichtig. Aber ich habe auch eine Handyhalterung, um gar nicht in die Versuchung zu kommen. Ja, das hängt da, ist im Blick, aber man nimmt es eben nicht in die Hand. Ja, Rainer S. hat auch geschrieben, was ich schon erstaunend hier zur Kenntnis genommen habe. Er hat uns geschrieben, selten ein so variables Modell gesehen. Immer wieder, auch weil ausgezeichnetes Preis-Leistungs-Verhältnis. Ah, der hat wahrscheinlich immer wieder zugeschlagen und das schon mal verschenkt, könnte ich mir vorstellen, wenn er das hier so schreibt. Da sehen Sie nochmal die Anbringung, zack, haben Sie in zwei Handgriffen das Handy hier positioniert an Ort und Stelle, dass Sie das sogar so drehen können und zu sich hinziehen können. Ist wirklich einfach nur genial, weil oftmals hat man ja auch das Problem, gut, im Auto musst du ohnehin immer die Brille aufhaben, aber vielleicht hast du trotzdem Probleme, so in der Ferne das Handy zu sehen, einfach so ein bisschen zu sich holen, das Handy, dann können Sie diese Karte sehr, sehr gut erkennen. Und sehr gut erkennen, wo sie denn lang fahren müssen. Mhm. Und hier, guck mal, das ist alles vorgedacht. Hier diesen Platz, wo Handyhalterung so unten, kannst du auch bewegen, zum Beispiel zum Kabel, Ladekabel. Also je nachdem, wo das Ladekabel ist. Das ist wirklich so clever und das alles kostet 5 Euro. Ich glaube, ich nehme mich auch einen. Schön. Da sehen wir, bei pearl.de knapp 14 Euro, hier und heute für Sie 5 Euro. Und wirklich an sich selber denken, klar, aber vor allem auch bei Fahranfängern sowas im Auto installieren, dass sie gar nicht erst in Versuchung kommen, das Handy in die Hand zu nehmen. Weil da ist es noch schlimmer, es ist bei jedem gefährlich, aber gerade bei Fahranfängern, wo doch die Fahrzeugroutine fehlt. Also so viele Kfz, wie Sie im Haushalt oder in der Familie haben, bestellen Sie hier diese Smartphone-Halterung mit der Bestellnummer PX9.
19,55 und der 5,69. Auch ein tolles, praktisches Schnäppchen. Liebe ich. 5-Euro-Show ist wirklich zum Verlieben, ne? Wasser weiter. Wir haben so viele tolle Sachen. Oh, ich höre gerade, unsere selbstdrehende Spaghetti-Gabel ist schon sehr, sehr stark nachgefragt. Wer die sich schon mal auf die Agenda geschrieben hat, bitte keine Zeit verlieren, sonst schnappen Ihnen die anderen das Ganze vor der Nase weg. So, jetzt haben wir wieder ein Highlight. Ja. Und zwar, ja, ganz klar Weihnachtsdekoration. Ich finde die Größe so schön. Das ist ein richtiges Leinwandbild. Natürlich gedruckt hier, aber das, es sieht so toll aus, weil sie haben hier Kerzen, mit so, die so schön auf so Schnee stehen, so ein bisschen verziert mit so ein paar Tannenzweigen, einen schönen Schriftzug, Christmas steht da drauf. Mhm. Hier noch zwei Tannenbäumchen und die Sternchen und Diana zeigt, was das absolute, der absolute Hingucker schlechthin an diesem Bild ist. Das sind diese Kerzen, die tatsächlich flackern, die tatsächlich leuchten. Sieht so echt aus, wenn man nicht wüsste, dass das ein Leinwandbild ist, wäre dieses Flackern wirklich täuschend echt. Ja, es ist ein stimmungsvolles Weihnachtsmotiv für Wohnzimmer oder Küche und vieles mehr. Aber der René aus Taching schreibt uns, es steht auf meinem Kachelofen ideal, die Kerzen werden nicht warm. Also das stimmt auch, es herrscht auch keine Brandgefahr, die brennen auch nicht runter. Und Hubertus lobt uns ein wenig, er kommt aus Leipzig und schreibt, die Präsentation bei Pearl TV war so gut, das hat mich zum Kauf anstecken lassen. Prima, weiter so. Also gerne, gerne doch. Und gerne. Hier sowas ist auch vielleicht ein nettes Mitbringsel, wenn man zum Adventskaffee irgendwo eingeladen ist. Oder ich könnte mir das auch im Eingangsbereich, also wenn du eine Wohnung hast, vorm Eingang so als Weihnachtsgruß für die Nachbarn auch vorstellen. Oh ja, ach so, du meinst vor der Wohnungstür. Richtig, genau. Ich hatte jetzt gedacht, nach der Wohnungstür. Oftmals hast du da so ein Sideboard stehen oder irgendwie so eine Kommode. Da kannst du es auch wunderbar aufstellen. Ich finde die Größe unglaublich schön und charmant. Ich liebe diese kleine Größe, weil das so dezent ist, aber trotzdem so ein schöner Hingucker, wenn du so zweimal hingucken musst, weil du denkst, huch, sind es jetzt echte Kerzen oder nicht? Wenn du es nur so im Augenwinkel siehst, denkst du wirklich, das sind echte Kerzen. Und es ist ein Fotodruck in Leinwandoptik, das können wir noch dazu sagen. Die Größe übrigens 30x20. Sehr und schön. Die Bestellnummer ist die NX7711 und die 569. Und gerne fünfmal bestellen. Toll. Wie gesagt, das ist ein gern genommenes Geschenk. Übrigens kabellos Betrieb, weil zwei Doppel-A-Batterien hinten reinkommen und dann einen Schalter dran und wenn es dunkel wird, können Sie die Kerzen anschalten. Aber ich finde auch, ohne dass die Kerzen leuchten durch ihre LEDs, sieht das Bild schon toll aus. Ja. Aber das wird halt dann nochmal getoppt mit diesem Effekt. Das stimmt. Das ist gut, dass du das sagst, dass das Bild auch so schon sehr, sehr schön aussieht. Also nur weil da Technik drin ist, bedeutet das nicht, dass man sie auch sehen muss. Oh, es kleppert. Das ist Geschirr. Sure. Wahrscheinlich. Oh, jetzt wird es gesund. Das gefällt dir, oder? Das wird sauer. Das dürfte eine Zitronenpresse sein, auch von der Farbe her, oder? Richtig, eine manuelle Zitrus- und Saftpresse aus Metall für Zitronen. Oder Limetten. Limetten kannst du damit auch super machen. Also ich könnte mir das gut vorstellen, wenn man so eine Kellerbar hat und dann auch mal Cocktails frisch macht. Oh, ja. Und wenn du dann so mit sowas jonglierst als Barkeeper, kannst du deine Freunde beeindrucken. Mhm. So, ich glaube, so eine Zitronenpresse hat man noch nicht so oft gesehen. Ja. Mhm. Und in die Küche zum Beispiel, ich koche sehr oft zum Beispiel Frühstück mit Avocado, Eier, Lachs und dann nach Avocado, du musst immer so ein bisschen Zitronensaft machen, das wird nicht dunkler. Auch zum Beispiel beim Kochen für Soße braucht man sehr oft Zitronensaft, beim Backen auch. Also wirklich sehr, sehr schön Gerät und auch, das gefällt mir, wie sieht das aus, so freundlich. Ich glaube, das könnte so einfach in die Küche hängen, oder? Mhm. Das finde ich auch das Schöne, du hast es schnell zur Hand und kannst mal ebenso eine Zitrone pressen oder eine Limette pressen. Also du musst jetzt nicht diese große elektrische Maschine herholen, die man vielleicht unter Umständen zu Hause hat, sondern es reicht ja auch diese Saftpresse. Manchmal muss es einfach schnell gehen, leicht zu reinigen sein. Sie sehen schon, das ist insgesamt so gestaltet, dass Sie es sehr leicht reinigen können. Also das ist so eine
Presse, die sieht einfach nur richtig schick aus, aber ist natürlich auch sehr, sehr praktisch. Ja, gerade wenn es schnell gehen muss oder das, was du gesagt hast, viele trinken gerne Tee mit einem Schuss Zitrone. Ach echt? Oh, und das gibt also ich finde, dieses Zitronenkonzentrat ist nicht optimal, finde ich. Ja? Also da lieber eine halbe Zitrone hier rein, auspressen und dann hast du eben frische Zitrone. Und also ich finde es aber schön. Und vor allem, wenn ich mal sehe, was so andere Saftpressen aus Vollmetall kosten, 5 Euro ist ein unglaublich günstiger Preis. Definitiv. Die Adelheid aus Schwäbisch hat zum Beispiel auch schon mal zugegriffen und uns geschrieben, aus Schwäbisch Gmünd. Das war in der zweiten Zeile, Entschuldigung. Die einfachste und schnellste Methode, Zitrusfrüchte zu entsaften, verwende sie täglich. Ja, damit wird es realistisch, mal täglich zu pressen, wenn Sie so einfach damit hantieren können und sie so einfach aus der Küchenschublade rausnehmen können. Die Bestellnummer ist die NC 5898 und die 569. Mit dem Aufhängebügel ist das auch ein richtiger Hingucker in der Küche. Wenn Sie da zum Beispiel andere Gerätschaften schon hängen haben, hängen Sie die ganz einfach mit dazu. Das ist ein schöner Farbplex auch in der Küche. Ja, so ein kleiner Blickfang. Ja. Sehr schön. Machen wir weiter. Ja, aber gerne doch. Also in der Küche waren wir auch. Ich glaube, heute haben wir ganz, ganz viele Produktpaletten abgedeckt. Gefällt, und ich bin gespannt, was wir hier haben. Das ist das letzte Produkt in dieser 5-Euro-Show. Ein Kabel. Ein Kabel. Du bist gut, ja. Mit deinem Gehör. Und zwar ist das ein 3-in-1 bzw. sogar 6-in-1 Ladekabel. Und das finde ich jetzt ganz genial, weil wir kennen ja die, wenn du auf die eine Seite anschaust, wir haben hier USB-A, USB-C, Micro-USB. Ja. Und aber auf der anderen Seite haben wir auch A und C. Das heißt, wenn du ein Netzteil hast, gibt ja immer mehr USB-C. Das stimmt. Dann kannst du das verwenden. Oder wenn du ein Netzteil hast mit USB-A, genauso. Oder auch Daten übertragen von USB-C auf USB-C zum Beispiel. Also das ist schon toll. Ich war total überrascht, weil mir ist letztens so ein Netzteil von meinem Mann in die Hände gefallen, wo auch so ein USB-C-Anschluss da war, statt USB-A. Ja, richtig. Ja, also Apple zum Beispiel für die neuen MacBooks, da brauchst du ein USB-C auf USB-C, weil A auf C hätte zu wenig Leistung. Und da gibt es eben diese Netzteile, aber damit kannst auch du sein Netzteil benutzen. Das ist wirklich total genial, gerade in so einem Haushalt, wo du mehrere Geräte hast. Da ist sowas ein Muss. Also oftmals gibt es ja so gemeinsame Stationspunkte in der Wohnung, wo jeder so seine Geräte auflädt. Mhm. Zum Beispiel in der Küche könnte das sein. Bei uns ist es hier in der Maske. Da werden diverseste elektrische Geräte geladen. Und hier ist man einfach perfekt mit ein und demselben Kabel ausgestattet. Ich liebe ja auch diese Kabel, die so textilummantelt sind. Die sind richtig schön robust. Das sehen Sie, das würden Sie auch spüren, wenn Sie es in die Hand nehmen würden. Insgesamt auch diese Anschlüsse, die Diana uns gerade zeigt, das ist richtig robust gemacht, also richtig gut und qualitativ hochwertig. Oftmals hast du es so bei normalen Kabeln, dass die so schnell knicken oder so Potenzial haben, so kaputt zu knicken. Mhm. Das siehst du hier sofort, dass das hier nicht so leicht passiert. So, zwei Kundenzuschriften habe ich noch. Ich lag gar nicht so schlecht mit meinem Apple. Caroline aus Mainz schreibt, ich lade mein iPod und das Handy damit auf. Das Kabel ist sehr flexibel. Alle Produkte von Ihnen waren bisher top und dafür besten Dank. Vielen Dank, Caroline. Mhm. Und der Stefan aus Karlsruhe, ideal, um ein MacBook mit anderen Geräten zu verbinden. Und dann kommt Kindle, ESP32, iPhone, iPad und so weiter. Ja, auch ein, sind wir wieder bei MacBook. MacBook haben ja nur noch eine Buchse. Da wird geladen über USB-C, aber auch Daten übertragen. Mhm. Und da das ein Lade- und Datenübertragungskabel ist, ist es dann natürlich perfekt. Ja, oder bist auch perfekt ausgestattet, wenn du deinen Apple iPhone am Apple MacBook laden willst. Dann hast du nämlich hier den Lightning-Anschluss und auf der anderen Seite USB-C. Wirklich super gemacht. Also das für 5 Euro finde ich total faszinierend. Ich habe letztens erst nach normalen Kabeln geschaut. Mhm. Da bist du schon allein mit einem Anschluss bei 5 Euro, wenn du ein günstiges erwischst. Da musst du schon ein günstiges erwischen. Ne? Ich sage Ihnen noch die Bestellnummer für dieses 6-in-1 Schnelllade- und Datenkabel. Das ist die ZX5069 und die 569. So, und das war sie, unsere heutige 5-Euro-Überraschungsshow. Irgendwelche Lieblingsprodukte? Das auf jeden Fall, das Kabel. Ich fand das Cisco-Licht so toll. Oh ja, Euro. Stimmt. Oder diese Wand. Ach, das Wandbild. Wir hatten wieder nur tolle Produkte. Und die Spaghetti-Gabel, die wartet auch auf Sie. Also, ran ans Telefon. Viel Spaß damit.